Es gab gerade in der Welt ein Interview mit Herrn von Donani, und das ist ja nun ein anerkannter, weiser Mensch, der also die AfD als rechtsextrem deshalb bezeichnet, weil sie sich mit der NPD verbrüdert habe. Die NPD fordere auf ihren Plakaten auf, mit der Zweitstimme die AfD zu wählen. Ich sage das deshalb, weil es bezeichnet ist, wie jemand, der ein Vorurteil hat, der verbissen ist in einem Vorurteil, wie sich da die Realität verändert. Das ist eine ganze Kleinigkeit, die anders ist. Die NPD fordert nämlich nicht auf, mit der Zweitstimme die AfD zu wählen, sondern mit der Erststimme. Das ist ein ganz kleiner, mieser Trick der NPD auf der Welle des Erfolgs der AfD mitzureiten. Die Wähler sollen glauben, sie tun also im Grunde auch der AfD was Gutes. An der ersten Stelle, wo ja nur der Direktkandidat steht, da soll man also AfD ankreuzen und die wichtige Zweitstimme, wo die Listenplätze vergeben werden, die soll man der NPD geben. Das ist der kleine miese Trick, der natürlich nicht im geringsten von der AfD gebilligt werden kann, wogegen aber auch die AfD sich überhaupt nicht wehren kann. Die NPD könnte auf ihren Plakaten auch auffordern, die Grünen oder die CDU zu wählen. Dagegen kann sich die CDU oder die Grünen können sich dagegen nicht wehren. Ich kann ein Plakat machen, sonst wen zu wählen. Das ist erlaubt. Und die NPD darf das also durchaus, dass sie auffordert, den Erststimmen der AfD zu geben und dann nur die zweite der NPD, also die eigentlich wichtigere. Und das ist also bei Herrn Donani ein bisschen durcheinander geraten, weil er eben glauben will, dass die AfD also böse sind. Und so läuft also diese ganze Realitätsverwirrung auch bei der evangelischen Kirche. Da hat also sich da geäußert jemand vom Erzbistum Passau, dass also ein redlicher Christ also die AfD nicht wählen darf. Und ich bin dann auf die Seite dieses Bistums gegangen, da stand dann, da war der eine Fall erwähnt, wo da mal eine junge Frau hier in Berlin angegeben hat oder ein Mädchen angegeben hat, die ist vergewaltigt worden, und das hat sich dann herausgestellt, war erfunden. Und da stand dann nun ganz groß, als wäre das quasi der einzige Fall von Vergewaltigungen durch Flüchtlinge, diese Fehlmeldung, und das alles beruht also im Grunde auf Fehlmeldung, Flüchtlinge vergewaltigen nicht. Das war also im Grunde die Botschaft, die also die katholische Kirche dort von sich geben wollte, habe ich geschrieben, um Gottes Willen, wissen Sie nicht, und ich habe die Fälle aufgeführt, wo nachweislich, wo die Täter schon verurteilt sind wegen Vergewaltigung, Flüchtlinge, wo ein Flüchtling, ein Afghaner, seinen Helfer erschlagen hat im Keller, der ihm also Deutsch beibringen wollte. Das habe ich also den gepostet, und haben sie geantwortet, das Bistum, nein, also die Probleme sind ihnen schon bekannt, aber man will keine Pauschalisierung. Da habe ich zurückgedacht, wieso greifen sie dann die AfD an? Die AfD pauschalisiert nirgends. Es gibt keine pauschale Verurteilung von Flüchtlingen durch die AfD. Das ist der Stand der Dinge. Mal sehen, ob sie die Diskussion fortsetzen. Das ist übrigens auch im Fokus, habe ich das entsprechend so klargestellt, dass das Programm der AfD alle Flüchtlinge heimatnah, und man muss nach den Zahlen jetzt ja von Großstädten reden, wo man die Flüchtlinge unterbringen muss, im Libanon, indem man Städte aufbaut in jetzt schon befriedeten Bereichen des Irak oder von Syrien, und dort dann auch mit Hilfe der Flüchtlinge diese Städte wieder aufbauen. Das ist das Konzept, was das Völkerrecht will.
was Merkel macht, ist strikt gegen die Intentionen des Völkerrechts. Das Völkerrecht will bei Asylbewerbern die bescheidenstmögliche lebenserhaltende Unterbringung. Warum? Weil sie wissen, wenn sie die Ansprüche zu hoch schrauben, dann wird kein Volk mehr bereit sein, Flüchtlinge aufzunehmen, oder weniger jedenfalls. Und genau das macht Merkel. Merkel schraubt das Niveau so hoch, dass kein anderer Staat konkurrieren kann, mit dem Volk, dass sie alle sagen, wir wollen überhaupt keine Flüchtlinge haben, Deutschland soll das alleine machen. Das ist strikt gegen die Intentionen des Völkerrechts, nach dem, was allem, was sie angerichtet hat, ein weiterer schwerer Schaden. Ja, eine Irre, die losgelassen ist. Da fällt mir eine Frage ein, was macht ein Mathematiker, der in der Wüste, mitten in der Wüste, in einem Käfig ist und ringsherum läuft nun ein hungriger Löwe. Ja. Wie schafft der Mathematiker das, dass der Löwe im Käfig ist und er draußen? Und die Lösung ist ganz einfach. Der Mathematiker definiert das Käfiginnere als Außenwelt. Und die Wüste außenrum definiert er als Käfig. Das kann ein Mathematiker so machen. Und schon, obwohl sich überhaupt an der Realität nichts geändert hat, kann man sagen, jetzt, jedenfalls der Mathematiker kann das sagen, ich bin jetzt im Außenraum frei und der Löwe sitzt im Käfig. Da guckt man hin, hat sich eigentlich nichts geändert. Das, dieses mathematische zulässige Verfahren hat Frau Merkel auf die Politik übertragen. Ja. Sie definiert eine Katastrophe, definiert sie als Erfolg und etwas Vernünftiges definiert sie als Misserfolg und verbrecherisch. Und dass man ihr quasi das abnimmt und dem folgt, das ist das eigentliche große historische Wunder dieses Jahrhunderts. Das erinnert wirklich an die Kinderkreuzzüge, an die Kreuzzüge, wo die Leute begeistert, also berauscht, aufbrachen, also um das Heilige Land zu retten. Und in einem ähnlichen Wahnzustand befindet sich im Augenblick Deutschland. Deutschland ist für solche Wahnzustände, das wissen wir, besonders empfänglich. Die brauchen das. Wagner, Götterdämmerung, das Wahnhafte, das liegt den Deutschen, das braucht er irgendwo. Und das ist der schwere Fehler der Demokratie, dass sie den Deutschen keine vernünftigen Lösungen anbietet für diese tiefe Sehnsucht. Also so wie der Mathematiker den Käfig als freien Außenraum erklärt, so erklärt Frau Merkel die schwere Haftungsübernahme, die sie tatsächlich betrieben hat in Europa und noch betreibt, erklärt sie als Haftungsfreiheit. Und das schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was ihre Flüchtlingspolitik ja beinhaltet, weil sie ja zwangsweise verbunden ist mit Vergewaltigungen. Man muss ja nun fragen, habt ihr das gewusst, als ihr diese Grenzen geöffnet habt, habt ihr es gewusst, dass die in Köln vergewaltigen werden? Dann können Sie schlecht sagen, das ist also menschlich, dann muss man sagen, wir haben also das billigend in Kauf genommen, dass dort deutsche Frauen vergewaltigt werden und auch die im laufenden Meter überall verstreut vergewaltigt werdenden Frauen. Das haben wir billigend in Kauf genommen, dann sind die wirklich definitiv schuldig der Mittäterschaft an der Vergewaltigung, so wie ein Brandstifter, wenn in dem Haus irgendwelche Leute umkommen, er des Mordes schuldig ist, auch wenn er das angeblich gar nicht beabsichtigt hat oder einfach nur ein schönes buntes Feuer sehen wollte. Und oder die andere Möglichkeit, sie haben das also nicht vorhergesehen, dass es zu solchen Vergewaltigungen kommt. Das muss man
zu ihren Gunsten unterstellen. Nur dann können Sie erstens doch nicht sagen, wir haben, unsere Politik hat Erfolg gehabt. Denn das kann man nicht. Denen haben wir also ein etwas angenehmeres, den Flüchtlingen haben wir ein etwas angenehmeres Leben beschert, als sie in ihren Lagern sonst hätten. Und dafür werden eben dann deutsche Frauen vergewaltigt. Das ist es uns wert. Das können Sie schlecht sagen. Es ist also so, dass sie politisch sich als völlig unfähig erwiesen haben. Denn wenn jemand, jetzt sind insgesamt 2 Millionen Menschen ja nach Deutschland gekommen und sagen wir 1 Million also einfach so reingelassen, wenn man das macht, dann weiß man eben, dass mindestens 1000 Vergewaltiger zusätzlich reinkommen und dass es zusätzliche Vergewaltigungen von deutschen Frauen geben wird. Das weiß jeder Mensch, der nachdenkt, und wer das nicht weiß, ist wirklich in einem Maße unfähig und dumm, dass er in einer Regierung überhaupt nichts zu suchen hat. Und das muss man leider sagen, das gilt leider für fast den gesamten Bundestag. Ich komme gerade von der 40-jährigen Hochzeitsfeier eines weißen Deutschen mit der Nachkommin eines schwarzen US-Soldaten. Und das sind also wunderbare Kinder, hat der gezeugt, prachtvolle Frauen. Und die ganzen Nachkommen erfüllten doch schon einen erheblichen Raum. Wundervolle Menschen, eine tolle Bereicherung. Aber das ist wie das Salz in der Suppe, wie die Würze zu einem Gericht, sind Ausländer. Aber man kann eben dann nicht in einen kleinen Teller Suppe einen Pfund Salz schütten. Das steigert die Bekömmlichkeit dieser Suppe nur sehr wenig. Oder sagen wir mal so, sie wird entsetzlich und ungenießbar. Und genau das passiert eben hier mit den allzu vielen Bereicherern. Wer das tut, der fördert die Fremdenfeindlichkeit, der fördert den Fremdenhass. Das ist körperlich zu spüren. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie ertragen es nicht mehr, wo auch immer sie hingehen. Wo auch immer sie hingehen, treffen sie. Sie können es nicht mehr aushalten. Sie wollen die auch nicht mehr sehen. Ja. Das ist einfach das Übermaß. Kein Mensch erträgt das, wusste man immer, wusste Helmut Schmidt, wusste Herbert Kühn, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herbert Wehner wusste das, Willy Brandt wusste das, alle wussten das. Ja. Nur Merkel weiß das nicht. Und ihre gesamte, wie soll ich sagen, Entourage, Bagage, die Eunuchen vom Dienst, Eunuchen jetzt nicht von dem Eunuchen her, die man kennt, ehrenwerte Leute, sondern vom Euro abgeleitet, Lutschemann, wie auch immer. Man täte den Kastraten großes Unrecht, wenn man also unsere Bundestagsabgeordneten als Kastraten bezeichnete. Nein, so blöd waren Kastraten in der Regel nicht. Dieses wunderbare und höchst erfreuliche Bild ist gerade fertig geworden, das heißt Frühling. Und man sieht hier als Symbol zwei Vögelchen, die schnäbeln. Und der übliche Hut, der den Wunsch der Malerin ausdrückt oder der Person, die dargestellt ist, ausdrückt, behütet zu werden. Das ist ganz flach gemalt mit ganz leichten Vertiefungen, also ganz anders als Botero, der vollplastisch arbeitet. Aber die Haltung ist identisch. Beide feiern das Fest des Lebens. Was ich da lese von Bedeutung von Botero, der also angeblich mit seinem, der bläst ja die Figuren so auf, der will nun zeigen, wie aufgeblasen die Welt ist und die Kirchen und das bricht alles zusammen und man darf, die ganze moderne Welt wird da angeblich kritisiert. Davon weiß Herr Botero überhaupt nichts. Das
ein Quatsch. Das sind herrliche Bilder, die das, die Feier des Lebens zum Ausdruck bringen. Sie erinnern in gewisser Weise an archaische griechische Kunst, nur dass die Griechen mit Linien, nur mit Linien arbeiteten und Herr Botero mit plastisch ausgeformten Teilaspekten des Körpers, die aber nicht realistisch ausgeformt sind. Er selbst sagt, er hat nie eine dicke Frau gemalt. Das, man sieht immer die Figuren. Das sind dünne Frauen, wo er das Körperhafte übertreibt, damit einem die ganze Pracht eindringlich wird und eine ähnliche Geisteshaltung hat also auch Gott sei Dank Frau von Hemmer, die will die Menschen glücklich machen und das machen die Bilder auch und nicht verstören oder irgendwelche blödsinnigen Sachen machen, was angeblich die moderne Kunst soll. Naja, herzlichen Dank.